Er ist da. Jeden Tag, immer präsent. Seit Anfang Juli saugt Matthias Sammer beim FC Bayern alles auf, will alles wissen. Immer auf der Suche nach dem verschütteten Bayern-Gen. Wir müssen nur wieder sehen, dass Platz 1 auch für Bayern München nicht etwas Selbstverständliches an sich ist. Wir müssen uns auch da draußen im Training über jedes kleine Trainingsspiel wieder begeistern können, wenn wir es gewinnen, ärgern, wenn wir es verlieren. Das Anspruchsdenken in München definiert sich in erster Linie über Titel. Sie gehören zum FC Bayern wie das Salz in der Suppe. 22 Meisterschaften, 15 Pokalsiege, 4 Triumphe in der Champions League. Die Titel aber waren in den vergangenen 2 Jahren ausgeblieben. Bayern, die ewige Nummer 1, abgelöst von Borussia Dortmund. Erst in der Meisterschaft, dann im Pokal. Wertlose Medaillen kurz danach auch noch in der Champions League. Das Bayern-Trauma perfekt, 3-mal Zweiter. Für Uli Hoeneß ein Zustand, den er nicht akzeptieren kann. Der Bayern-Präsident reagiert, sorgt Anfang Juli mit der Verpflichtung von Matthias Sammer für die Sensation im deutschen Fußball. Ein Sachse als Sportdirektor und gleichberechtigter Sportvorstand im Epizentrum des FC Bayern. Diese Bayern-Tümmerlei oder die Sachsen-Tümmerlei, die wird Ihnen nicht helfen. Oder das Entscheidende ist nicht, wo einer herkommt, sondern einer, ob einer gut oder schlecht ist. Sammers Anspruch, 2. oder 3. Plätze als Niederlagen zu begreifen, scheint perfekt zum FC Bayern zu passen. Vor allem wegen seiner Siegermentalität von klein auf. Junioren-Europameister mit der DDR. Mit Dresden Meister und Pokalsieger. Nach der Wende Titelträger mit Stuttgart und Dortmund. Mit Deutschland Europameister. Dazu Fußballer des Jahres in Europa. Mit 34 wird Sammer jüngster Meistertrainer aller Zeiten in der Bundesliga. Zuletzt 3 EM-Titel im Nachwuchs als DFB-Sportdirektor. Und was heißt das für Bayern? Wir müssen wieder dazukommen, auch bei Bayern München, in der Führung angefangen, einen Geist zu vermitteln. Natürlich der Geist des FC Bayern, diese sogenannte Mir san mir muss man leben, das muss man fühlen. Wir müssen nicht zu viel darüber reden, es muss Geschlossenheit erkennbar sein. Gleichzeitig, dort ist das Anspruchsdenken das Allerhöchste, also dementsprechend keine Alibis für die Spieler. Mitte Juli, Bayern-Trainingslager am Gardasee. Man lernt sich kennen, beschnuppert sich. Sammer, keine 2 Wochen im Amt, setzt erste verbale Duftmarken. Spricht Klartext für die, die sich in Zukunft nicht bedingungslos auf Kurs bringen lassen. Um zu signalisieren, dass es einzig und allein um den FC Bayern geht und Einzelschicksale einfach keine Rolle zu spielen haben. Und wer sich auf Dauer damit nicht abfinden will, der kann den Verein dann auch wieder liebend gern verlassen. Das ist doch vollkommen logisch. Klare Ansage und vor allem keine Kompromisse. Sammer gilt als schwierig, aber authentisch. Seit ein paar Monaten tritt er kahlköpfig auf, weil ihn das, was von seinem Rotschopf verblieben war, nervte. Das ist Sammer. Seitdem er da ist, dreht sich beim FC Bayern fast alles um ihn. Ein Macher, der für Inhalte steht und nicht für Verbindlichkeit. Die erste Konfliktsituation hat Sammer bravourös gemeistert. Trainer Jupp Heynckes sieht in ihm zwar keinen Kontrolloffizier, aber offenbar auch nicht unbedingt einen Vorgesetzten. So kann ich Ihnen Folgendes sagen, dass die Verpflichtung von Matthias Sammer zustande kam, weil ich im Grunde genommen mein Okay dazu gegeben habe. Der Trainer will am Ende der Saison in den Ruhestand gehen. So ist es geplant. Für Sammer heißt es dann, einen Heynckes Nachfolger zu finden, der genau in das neue Bayern-Konstrukt passt. Wichtig ist momentan anderes. Wenn wir sagen, da war auch im letzten Jahr vieles gut, aber wir haben gemerkt, vielleicht der letzte Schritt, die letzte Luft, nicht im konditionellen Sinne oder die letzten Prozente, haben gefehlt. Ja, dann ist es doch ein klarer Auftrag für mich, das mit zu suchen. An der Seite eines starken Trainers als Partner.
Wer den ehrgeizigen Sammer kennt, weiß, er wird nicht locker lassen, bis er sein Ziel erreicht hat. Am Saisonende ist für die Bayern und damit auch für ihn die Meisterschaft Pflicht. Daran wird und will er sich messen lassen. Logisch. Es ist doch vollkommen klar. Und deshalb muss dieser Weg so deutlich benannt, bearbeitet, beackert werden. Und der Titel oder eben nicht, sind ja immer die Ergebnisse vom Weg. Und deshalb, klar, lassen wir uns daran messen, keine Frage. Beim FC Bayern, Jahresumsatz zuletzt über 320 Millionen Euro, ist Sammer ausgestattet mit allen sportlichen Kompetenzen. Der große Hoffnungsträger, der verlängerte Arm von Präsidium und Vorstand, soll den Stars Beine machen, um endlich wieder Titel feiern zu können. Dafür haben sie ihn in ihrem exklusiven Führungszirkel aufgenommen. Ich sage immer, wenn die Leute einmal erleben könnten, aber leider ist das ja intern, wie Besprechungen ablaufen, in welcher Art und Weise, auf welchem Niveau, in welchem Inhalt, dann könnten die Leute diesen Club vielleicht noch mehr verstehen und vielleicht noch mehr lieben. Der ein oder andere würde zwar kritisch sein, weil er sagt hätte, oh Gott, da geht's aber, da werden aber die Dinge richtig auf den Punkt gebracht. Wir werden es auch weiter intern tun, denn ich versuche extern ab und zu sagen, dass es eine Begeisterung ist, mit diesen Persönlichkeiten zu arbeiten. Und diese Leute vermitteln mir jeden Tag, dass Stillstand Rückschritt ist. Sammers Hauptaufgabe beim FC Bayern, den Spielern diese Siegermentalität einimpfen, die über viele Generationen Grundvoraussetzung für Münchner Triumphe war. Geprägt von Führungsspielern wie Kahn, Effenberg oder Ballack. 25 Jahre! Statt der Siegermentalität spielten zuletzt persönliche Befindlichkeiten eine große Rolle. Es ging um Beliebtheit und Sympathie. Dinge, die für Sammer nie wirklich wichtig waren. Auch deshalb wurde er in Dortmund Motzki genannt. Aus dieser Zeit stammt auch dieses Zitat. Wissen Sie, wenn ich am Ende vorn stehe, dann können mich die Leute Arschloch nennen, ist mir egal. Ich kann gar nicht nachvollziehen, dass wir kleine Themen aufblasen wie einen Ballon. Wenn du draufstichst, ist er sofort kaputt. Es gehört dazu. Reibung, Leistungssport ist ein raues Klima. Man muss die Themen und Inhalte und die Sache in den Mittelpunkt stellen. Und alles andere hat auch nichts mit Leistungssport zu tun. Im Supercup gegen Borussia Dortmund holten die Bayern den ersten Sieg nach 5 demütigenden Pleiten in Folge. Sportvorstand Sammer fürs Erste zufrieden. Dem Pflichtsieg im DFB-Pokal gegen Zweitligist Regensburg folgten zum Auftakt in der Bundesliga 2 Siege und die vorübergehende Tabellenführung. Erst gestern das überzeugende 6:1 gegen den VfB Stuttgart beim Debüt des 40-Millionen-Mannes Martinez. Das oberste Bayern-Ziel, den Dortmunder Spaßfußballern und allen anderen den Spaß dauerhaft verderben. Neben der Profimannschaft soll Matthias Sammer bei den Münchnern auch die Nachwuchsabteilung und das Scouting auf Vordermann bringen. Obwohl die wirklichen Prüfungen noch kommen, scheint es, als hätte der fast 45-Jährige seinen Traumjob gefunden. Stand jetzt, ja, mit all den Facetten und Schwierigkeiten, die kommen werden, die auch kommen müssen, weil sie Bestandteil von Bayern München, Bestandteil des Fußballs sind. Noch einmal, und es ist nicht immer abzusehen, wie so etwas ausgeht, aber es ist die pure Freude. Wie immer es auch ausgeht, für einen wie Sammer war die Entscheidung in jedem Falle richtig.